Was geht ab, meine Z-Fighter, Oser hier. Und aus den aktuellen japanischen V-Jump-Scans natürlich schaut an jeden, der das veröffentlicht hat und an den Subreddit, der uns gleich all den Infos der Täter ansehen, können wir Folgendes entnehmen. Tada! Super Saiyajin 4 Goku, der neue Dokkan-Exclusive, der nächste Dokkan-Exclusive-Charakter für das japanische Dokkan-Battle wird ein Super Saiyajin 4 Goku. Was können wir aus dem Bild hier schon mal vorerst entnehmen? Er ist vom Tech-Type, ganz klar. Das ist seine SSR-Stufe und das ist seine Ultra-Rare-Stufe, heißt er nach seinem Dokkan-Awakening. Er, für mich sieht er ganz klar aus, als wäre das Goku gegen Omega-Shellong, heißt ich gehe, beziehungsweise gegen in der Shadow-Dragon-Saga, deswegen gehe ich davon aus, dass das ein Goku wird aus der Shadow-Dragon-Saga, heißt man kann ihn quasi in das Team der Shadow-Dragon-Saga packen, da er dann dazugehören wird zur Kategorie höchstwahrscheinlich, da er für mich so aussieht, wir können das aus den Informationen nicht entnehmen, aber aus dem Artwork entnehme ich es einfach, hier an der Stelle Spekulation von mir, er ist vom Tech-Typus, wie bereits erwähnt, und die Sache ist folgende. Dieser Dude heißt Super Saiyan 4 Full Power oder Full Power Super Saiyan 4 Goku. Was er damit sagen will ist, er hat einen anderen Namen als der Strength Super Saiyan 4 Goku. Heißt, man könnte theoretisch beide in einem Team spielen. Das haben die Jungs hier entnommen, wir werden es gleich alles später ansehen. Und er ist der Leader der Kategorie Full Power. Merkt euch das schon mal in eurem Schädel, packt es in euren Kopf. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, aber zuerst schauen wir mal hier die Übersetzungen, was sie quasi aus dem Bild entnommen haben. Schaut euch hier an, Siet, Taban oder whatever. Auf jeden Fall das ganze Subreddit, ja, ansonsten hätten wir die Übersetzungen nicht. Und zwar, wie ihr aus dem Bild entnehmen könnt, gibt es eine neue Porunga-Campaign. Das Ganze wird dann kommen. By the way, dann kommt Goku Online. Am 4. Juli ist hier entnommen worden. Die Sache ist, die 4. Juli könnte bei uns auch vielleicht schon 3. Juli sein. Je nachdem, wann er eben released wird im japanischen Dokkan-Battle, aber überwiegend kommen die Charaktere um 10 Uhr morgens unsere Zeit, also ich gehe auch am 4. Juli aus. Anyways, Porunga-Mission-Campaign wird es neu geben, neue Porunga-Campaign, werden es wahrscheinlich von Porunga Shenlong wieder etwas wünschen können. Super Saiyan 4 Tech Goku, wie gesagt, Full Power Kategorie-Leader, July 4th, also 4. Juli, und sein Name ist Ultra Full Power Super Saiyan 4 Goku, heißt andere Name als Strength Super Saiyan 4 Goku. Jetzt erstmal direkt hier an der Stelle. Ja. Wenn es wirklich einen anderen Namen haben wird, dann kann man ihn tatsächlich mit dem anderen Goku reintun. Das wäre schon auf jeden Fall insane, weil... Holy moly, also neuer Goku mit einem anderen Goku in einem Leader bzw. in einem Team. Richtig geil, könnte man auf jeden Fall sehr, sehr viel mitmachen und da würde sehr viel im zustande kommen. Aber der Dude heißt... Ultra Full Power Goku und ist der Leader der Full Power Kategorie. Welche Charaktere zählen jetzt zur Full Power Kategorie? Wir haben die Liste nicht, wir haben nur den Namen. Hier liegt es an uns zu spekulieren. Was denkt ihr? Manch einer könnte meinen, das sind quasi die Charaktere, die ihre letzte Form erreicht haben, ihre Full Power Form in jedem, sag ich mal, Dragon Ball. Zum Beispiel in Dragon Ball Z wäre das dann Super Saiyan 3 Goku Fragezeichen. Also ist jetzt quasi eine Spekulation, eine Frage auch an euch, welche Charaktere da rein können. Oder die Charaktere, die halt wirklich Full Power, Full Out gegangen sind. In dem Fall Super Saiyan 4 Goku gegen Omega Shenlong. Bestes andere Beispiel wäre Full Power Freezer, physisch Full Power Freezer. Ich denke, ich gehe stark davon aus, dass Full Power Freezer da drin sein wird. Also Charaktere, die sich quasi auf Full Power gebufft haben. Super Vegeta Fragezeichen, gehört der auch dazu in irgendeiner Art und Weise? Welche Charaktere fallen euch da noch auf? Fusion Zamasu, Merge Zamasu, also so auf Full Out gegangen ist quasi. Ich weiß nicht, ich tippe da eigentlich eher auf Zweiteres. Zum Beispiel Super Saiyan Blue Evolution Vegeta gehört auch dazu, da Full Out gegangen ist. Ultra Instinct Goku. Ultra Instinct Goku wäre eher ein Charakter, der quasi in da kategorisieren würde, dass er quasi letzte Form erreicht hat. Aber ist war Full Power gegangen. Also die, natürlich ist er Full Power gegangen. Aber ich meine, die Karte hier in Dokkan, die wir haben, Ultra Instinct Saiyan Goku, ob er dazu gehört, ist ein schwieriges Thema. Full Power, wer gehört alles dazu? Quasi Charaktere, die ihr Limit gebreakt haben, die Full Power gegangen sind oder die Charaktere, die letzte Stufe erreicht haben. Ich tippe halt nicht eher auf Charaktere, die Full Out gegangen sind, die einfach Full Power gegangen sind, die dann in der Kategorie gehören. Wenn dem so sein wird, können halt wirklich spitzenmäßige Charaktere in das Team sein. Kommt auch drauf an, wen sie in die Kategorie packen. Wir wissen, da sind sie ein bisschen eigen. Da müssen wir abwarten, aber ich finde die Idee insane. Ich finde das wirklich insane. Genau. Dann, was können wir das noch entnehmen aus dem Scan? Und zwar wird es ein neues Treasure-Item geben für die speziellen Charaktere. Man kann jetzt bis zu 7 Treasure-Items bekommen. Diese tauschen gegen Charaktere aus einem Pool von bis zu 77 Charakteren. Das sind dann wahrscheinlich unter anderem diese Charaktere. Hier heißt, okay,
Sehr, sehr nice, wenn wir da mehrere Charaktere bekommen können und wie ich das verstanden habe, können sie quasi erfarmen, beziehungsweise bekommen, durch wahrscheinlich spezielle Missionen der neuen Kampagne. Free-to-play an der Stelle dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, also was heißt empfehlen, sondern kommt auf jeden Fall entgegen, falls ich an der Stelle mehr Free-to-play-Zeugs, mehr Charaktere, ist auf jeden Fall nice. Und genau, ja, ich steht noch dran, interessant ist, dass in Juli 2018 irgendwas gefeiert wird in JP und dann Oz, Oz, diejenigen, die das kennen, sind von der Kampfkunst in JP richtig witzig. Ah, genau. Und man muss sich quasi jeden Tag im Juli einloggen, damit man irgendwas bekommt. Ja, seltene Items etc. etc. Um Full Power Charakter oder ne, um Powerful, ja, nicht verwechseln jetzt, um ja, starke Charaktere zu bekommen. Genau, ja, so viel dazu. Und die Jungs hier quasi spekulieren auch schon, schreiben auch schon, kommentieren auch schon, was hier quasi abgeht, was die Kategorie sein könnte. Frage natürlich hier an der Stelle: Was denkt ihr zum Super Saiyan 4 Goku Full Power? Denkt ihr wirklich, er wird Full Power Goku heißen? Oder bezieht sich das vielleicht darauf, dass auf seine Transformation? Fragezeichen. Weil zum Beispiel, wenn Vegeta sich transformiert, he heißt der Super Saiyan Blue Evolution oder. Goku heißt Ultra Instinct und nicht mehr Ultra Instinct sein. Vegeta jetzt mehr Super Saiyan God Super Saiyan, sondern wird zu Super Saiyan God Evolution. Das ist jetzt der Name. Oder sagt ihr, nee, der heißt schon von Anfang an, heißt der Ultra Full Power Super Saiyan wie 4 Goku, so wie das Jungs hier das entnommen haben, passt schon. Er hat einen anderen Namen, man kann ihn mit dem anderen Super Saiyan 4 Goku spielen und die Full Power Kategorie wird quasi Charaktere, die Full Power gehen, die Full Out gehen. Wenn ja, welche Charaktere zählt ihr dazu? Ich kann so spontan früh am Morgen keine weiteren aufzählen. Aber natürlich fragen an euch Feedback. Ja, Feedback von euch, was haltet ihr davon dem Ganzen? Und ja, ich habe es euch quasi gesagt, dass der nächste Charakter ein Hauptcharakter sein wird, der in japanischen Dokumenten kommen wird. Ich habe vielleicht manche im Stream verwirrt, um es kurz anzusprechen. Was meine ich damit? Mit Hauptcharakter, Nebencharakter, die Worte habe ich benutzt. Ganz klar einfach Popularität. Beispielsweise in JP, wenn wir mit Tals anfangen, wir hatten Tals, das war ein Nebencharakter mit einem Dokkan-Event, mit seinem Dokkan-Extreme-Event. Dann kam Vegetas Dokkan-Event, Super Saiyan Blue Evolution Vegeta, das war ein Hauptcharakter. Ja, von der Popularität einfach. Tals, ganz klar Nebencharakter im Vergleich mit Vegeta oder mit Goku oder mit Jiren. Danach kam. Nach Vegeta kam quasi Future Gohan, wieder Nebencharakter aus dem Film. Und jetzt kommt wieder, als ich mich gefragt habe, welcher Charakter kommt, nee, als nächstes habe ich gesagt, ein Hauptcharakter, würde ich sagen. Und ich habe eigentlich eher auf den Villain gehofft. Aber hey, es ist Super Saiyan 4 Goku, nehme ich auf jeden Fall an. Wie gesagt, was haltet ihr von dem Ganzen? Ich hoffe, das war quasi nicht zu viel am Ende. Ich hoffe, ich konnte die Information kurz und knapp zu euch rüberbringen. Das nächste, was uns erwarten wird, ist ein neuer Super Saiyan 4 Goku Full Power, wohlgemerkt, oder Ultra Full Power. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.